finden, eine defekte Schalkreis benutzt. Was ist jetzt an der Map? Ah, hier erhalte ich's. Oder wie? Brauner Gürtel, Robo-Dojo. Ja. Wir gehen zum Dojo. Ist er auch auf dem Dach? Also, wenn wir uns zum Dojo bewegen, möchte ich Plugin-Chips anpassen. Angriff. Was, das kann hier nicht ausgerüstete. Entfernen. Alle Chips. Waffenangriff plus 3. Zack. Hier rein. Also besser gesagt, bewegen. So. Kann ich noch eins hoch? Nee. So. Ich bin gewappnet für den Angriff. Das Dojo, ich meine 10% mehr Schaden. Hier auf dem Dach gewesen. Komme ich über den Baum dorthin? Ja, komme ich. So, Robo-Dojo, ne? Für das hätte ich ja gar nicht das Ding ausrüsten müssen. Der Chip. Aber es war okay. Beten und fortfahren. Bergen. Oh. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Erhalte ich die Chips für mich? Oder muss ich es weitergeben? Nur ein temporärer Schub oder werden die Chips weitergegeben? Sozusagen erhalte ich sie für immer. Ja, ich suche schnell Abstand, denn ich möchte wieder mein Bewegungsboost reinporten. Es tut mir ziemlich leid, ist im Moment ein bisschen hin und her. Einmal hier, einmal los. Junge. So. Aber ich hatte doch noch irgendwas. Waffenangriff, den hatte ich. Ich habe hier noch. Habe ich noch einen? Nee. Gut. Dann nehmen wir den hier. Gut ausgerüstet. Platz gut genutzt. So, mein schicker Roboter. So, Mister. Hast du die benötigten Gegenstände mitbekommen? Hey, ich hab den Schrott, den du wolltest. Ausgezeichnet. Jetzt kann Vater Servo sich erneut weiterentwickeln, wenn du zurückkehrst. Stärker sein als je zuvor. Ach, ich kann das kaum erwarten. Stufe 14. Na, Abwehr plus. Einmal Physik VTT, einmal Chip
defektes Gabel dreimal, mittlere Erholung einmal, 3000 Gold und 1150 EV. So, und ab zu Pascal. Dann haben wir jetzt mal den braunen Gürtel, haben wir schon. Oh, oh, oh. Nice. Wenn wir von Pascal zurückkommen, sind wir vielleicht Level 16, 17. Und dann haben wir auch mehr Sachen, sehr wahrscheinlich. Vielleicht gehe ich auch wieder in den Widerstandslager, um mich ein bisschen abzubringen. Wäre ja nicht so verkehrt. Zack, zack, und das sind ja auch keine Gegner mehr. Gut, weiter geht's. Entweder habe ich immer wieder einen neuen Weg. Oder ich verlaufe. Ah, nee, hier kann ich ja durch. Zack, zack. Genau. Stimmt, da war ja was. Kupfererz. Wir gehen zuerst zu der Schwester. Die war doch hier unten. Ja, hier. Ah, das ist die große Schwester. Das ist geil gemacht. Danke, dass ihr meine Schwester zurückgebracht habt. Danke, das Teil. Danke des Teils, das sie gefunden hat, fühle ich mich schon viel besser. Bitte nimm dies. Stufe 15. Stufe 15. 750 Erfahrung. Blaue Schleife. Einmal. Verlorenes Mädchen. Okay. Kinderlied. Hier haben wir Aufgabe. Ach, oh nein. Entschuldigung, ist alles in Ordnung? Gnade, bitte lass uns einfach gehen. Ich glaube, hier liegt ein kleines Missverständnis vor. Du bist nicht hier, um uns einzusperren? Nein, Augenblick. Mal, warum glaubst du, sollte ich euch einsperren? Wir sind vom Widerstand des Ortes. Ihr seid was? Wir wollten nur einen Ort finden, an dem wir beide in Frieden leben können. Ist das so schlimm? Bitte sag niemandem, dass wir hier sind, bitte. Wir gehören nicht dem Widerstand an, wir sind Jura. Wir sind nicht verpflichtet, euch euren Vorgesetzten zu melden. Gott sei Dank, trotzdem werden sie euch irgendwann finden, wenn ihr hier bleibt. Wir haben keine Wahl, meine Bewegungsfunktionen sind defekt und uns fehlen die nötigen Materialien für eine Reparatur. Ich nehme nicht an, dass ihr uns zufällig dieses Material bringen könntet. Wer, wir? Wir selbst können sie nicht besorgen, wenn wir diesen Ort verlassen werden. Werden wir bestimmt entdeckt. Ich weiß, es ist viel verlangt, aber wir versprechen euch dafür zu belohnen. Okay. Vielen Dank. Wir brauchen nur eine komplizierte Apparatur, um die Reparatur durchzuführen. Ich habe eine bei der verlassenen Fabrik gesehen. Denke noch einmal, wir wissen, dass ihr das schaffen könnt. Ja, aber zuerst Jean-Pierre. Jean-Paul. Jean-Paul? Wie der Sänger, ne? Ich glaube, der war schon Paul wie der Sänger, ja. Wenn ich nichts vergesse, werde ich ein kleines Lied von Jean-Paul einspielen, bevor wir ihn sprechen. Okay. So, und jetzt sprechen wir mit Jean-Paul. Hallo Jean-Paul, hast du einen Moment Zeit? Momente sind vergänglich. Man kann sie nicht besitzen. Ein verstrichener Moment ist eine verlorene Untätigkeit, die könntest du vielleicht... Warte ganz schnell. Entschuldigung. Könntest du vielleicht einfach dieses Geschenk annehmen? Ein Geschenk, lass mich mal sehen. Hier bitte. Ah ja, faszinierend. Diese Maschine, die es uns gab, sagte,
Das heißt sowohl suspekt als auch faszinierend. Anscheinend ist dieses sogenannte Geschenk lediglich ein Stück schmuckloses Glas. Da kann ich nur mutmaßen, dass sollen wir der Frau, die es dir geschenkt hat, eine Nachricht überbringen? Für eine läppische Belanglosigkeit? Nein. Also gut, lass uns gehen. Ich habe ein weiteres Geschenk für dich. Ein Geschenk? Welcher Art? Es ist ein Fossil. Eine deiner Anhängerinnen hat uns gebeten, es dir zu bringen. Ich verstehe, ich verstehe. Sie sagte, du wärst unbeschreiblich leidenschaftlich, was das Lernen betrifft. Ein mechanisches Fossil, völlig unnütz. Sollen wir etwas von dir ausrichten, oder? Über Schrott werde ich keine Worte vergeuden. Schrott? Jean-Paul scheint sich nicht über seine Geschenke zu freuen. Ich schätze, wir sollten seinen Anhängern genau sagen, was er davon hält. Die waren bestimmt auf eine wohlwollende Antwort. Oh, ich dachte, jetzt halten wir. Was ist denn da? Ich bin eher der bequeme Typ. Ich mag es in die Ferne zu schauen, wenn ich zu Hause faulenze. Oh, das mache ich auch gerne. Einfach chillen, nichts tun und ein bisschen chillen, ne? Ja, genau so. So. Willkommen, Sie dürfen hier mögen. Willkommen, Sie dürfen hier mögen keinen Schrott. Willkommen, Sie dürfen hier mögen keinen Streit, sind aber für den Notfall bewaffnet. Wenn es dich interessiert, kannst du dich ein bisschen umschauen. Ja, ich möchte kaufen. Wieso sind die so teuer? Titanlegierung, gedehnte Spule. Ja, aber das möchte ich ja nicht. Ist weiter abgeredet. Das hier. Wow. 8000. Chromadrat. Hey, nein. Da hätte ich gebraucht. Titanlegierung. Chromadrat. Pyrit. Tierfell. Okay, okay. Die Herrscher habe ich von einem legendären Schwertschmied, der im Wald lebt, gelernt. Wenn er nur auch hier ins Dorf kommen würde. Ah, da oben. Ich dachte, ich muss hier runter. Zack, zack. Hallo Pascal. Ach, ihr habt mir hochviskoses Öl mitgebracht. Eine Mone ist so freundlich und verständnisvoll, wenn nur alle Androiden und Maschinen so friedlich zusammenleben können. Das wird nie passieren. Vermutlich nicht. Trotzdem würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch noch ein paar andere Maschinen helfen könnt. Immerhin. Zu verstehen, näher kennenzulernen. Ja, stimmt. Schön und gut. What's that noise? Bunker. We're reading a Goliath-class enemy inside the city ruins. And it looks like there are a ton of other machines there with it. All your HUD units should proceed and engage immediately. A Goliath? This was a trap. I knew it. I promise you, we were not aware of this information. I realize the odds of you believing me are strikingly low, but I hope you will nonetheless. We'll sort it out later. Let's go. Okay, dort ist er. Ich werde kurz vorher, und zwar jetzt, werde ich meine Fähigkeit wieder anpassen. Und zwar Angriff 3. Zack. Entfernen.
Zack. Okay. So, Junge. To B. Command is deploying new flight units for us. They just set the coordinates, so let's get going. On it. Okay. So, also gehen wir schnell, schnell durch. Jetzt haben sie wirklich eine Flugeinheit geholt. Jetzt bombardiert es dann. Soldermüll! Uiuiui. Und durch. The flight units should be on the roof of that building up ahead. It'll be dangerous, but we're not going anywhere unless we pass through that Goliath's legs. We should be careful. Okay, okay. Ja. Uiuiuiui. Hier war doch das Dojo. Gehen wir über die Dächer. Dadurch. Da kommen wir durch. Hopp. Okay, jetzt. Ich glaube, das Bewegungstempo wäre hier nicht mal so schlecht. Schnell, 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 schnell. Ah! Wir müssen sehr wahrscheinlich hier hoch. Hat er gesagt, es ist da auf den Dächern. Hier waren wir ja ganz am Anfang. Ja, wir müssen schon hoch. Ah! Komm jetzt. So. So. Nice. Now. Whoa, 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 whoa. To me. Displaying data on central wiring hub. Ah. Ah, scheiße. Okay. Ja, komm runter. Ich zeig dir mal mit meinem Schwert, was ich so kann, ne? Okay, so wie beim Shooter eigentlich. Man muss in Bewegung bleiben. Okay. Ja. Genau das wollte ich. Uiuiui. Oh. Stufe 3, Mann. Was soll das? Ah. Ja. Das wusste ich noch vom ersten Fight. Und weg ist er. Und weiter geht's, Jungs. Make sure
Ja, super. Hey, das macht ja richtig Spaß. Wow, haha. Ja, warum warst du nicht da? Thronfeste Salbe ist also für mein... Oh, hier. Zack. Junge, 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 Junge. Ich wünsche dir eine gute Reise ins Schlafland. Target enemies offline. That should do it for the Goliaths. Look out! It's recharging! Was? Whoa. Enemy vibrations were growing in intensity. It's resonating in tandem with the area beneath the combat zone. War das eine Explosion? What the? Unbelievable. The aliens who haven't revealed themselves in hundreds of years. We're hiding underground? Uiuiuiui. Das war ja mal ein Kampf. Oh, ich habe das Gefühl, mit den 10% sind wir eigentlich ziemlich gut dran. Also wir machen... Oh, Entschuldigung. Wir machen guten Schaden. Guten Schaden. Da ist mein Pad runtergefallen vorher. Ja. Wir haben eigentlich, sind momentan recht gut unterwegs, machen guten Schaden. Tippetoppe. In centuries, we've intercepted a signal belonging to the aliens. These are the creatures that are in direct command of the machine life forms on this planet. If we can destroy them, we can end this long and arduous war once and for all. Our intel team is hard at work attempting to analyze the source of the signal, but we're not there yet. We need more data. All Yorha units are hereby ordered to prioritize data collection above all else. We can't let this chance slip through our fingers. Glory to mankind. I used Command's data to determine the signal's source and marked it on the map. But it seems to be underground. Like way underground. Guess we'll see once we get there. Ja gigantisch. If we're lucky. You're not much for plans, are you, 2B? Jetzt hat er den schwarzen Gürtel. Wow, seht ihn euch an! Nicht schlecht, er spricht. Sollen wir es wagen? Komm, wir wagen es. Vater Servo! Wie lieb von dir, Vater Servo, wieder mit deinem Anwesenheit zu beehren. Dieser Tatendrang ist bewundernswert. Und dann möchtest du das Zeug der Pracht werden? Die jüngste Veränderung bewirkt hat. Vater Servo, den du kanntest, ist aus seinem Leben geschieden, mein Kind. Sie ist eine neueste Inkarnation. Boah, er hat gerade losgelegt. Stufe 40. Okay. Okay, okay. Wow, okay. Krass, krass, krass. Hm.
Gut, dann kämpfen wir halt. Zack, 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 zack. Es ist so ein hydraulischer Mensch geworden. Das wird ein langer Kampf. Woran machen wir gar keinen Schaden, praktisch. Ich möchte den schwarzen Gurt. Okay, okay, okay. Eine solche Stärke ist nur erreichbar, indem man eins mit dem Universum wird. Wenn du dich erneut auf die Probe stellen möchtest, wird Vater Servo deinen Wunsch gerne sprechen. Ja, also stark ist er jetzt auf jeden Fall. So. Wir gehen hoppsasa in den Widerstand zurück. 2B, we picked up the signal under the caved-in area. Let's go check it out. Dann da oben. Da ist auch was. Wer bist du, Sohn Servo? Nee. Hey, du gehörst zu Jora, richtig? Es kommt jetzt ein bisschen aus heiterem Himmel, aber könntest du mir helfen? Es gibt da eine Art Notfall. Offenbar haben einige Maschinenwesen mehrere Plugin-Chips mit Geheimdaten gestohlen. Wenn die herausbekommen, was sie da haben, bedeutet das großen Ärger für uns. Du musst mir helfen, sie zurückzuholen. Danke, ich muss insgesamt 3 Plugin-Chips finden. Ich werde dir die Signalcode schicken, damit du sie aufspielen kannst. Sie sind alle irgendwo in dieser Stadt. Das Ganze sollte also nicht allzu lange dauern. Signal code detected for missing plug-in chip. Marking approximate location on map. Ah, hallo, Gesicht. Hang on, 2B. This machine is still alive. So destroy it. Maybe we should hold off. Its main drive has been trashed, so there's no way it can attack us. And we might be able to learn something interesting if we study it. Okay, und wie wollen Sie, wie Sie studieren? Hallo. Müssen wir hier drauf und mit ihm sprechen? Ich werde versuchen, ein paar defekte Schallkreise zu reparieren. Warum? Damit wir mehr über die Maschine erfahren können. Meinst du nicht, das könnte sich lohnen? Wenn du meinst? Ich werde eine intakte Schraube brauchen, um die Reparatur abschließen zu können. Vielleicht finden wir eine in den Überresten der anderen Feinde. Pot, suche nach den Positionen relevanter Feinde. Target location data obtained. Marking on map. You know, I'm still not sure any of this is a good idea. The more data we have, the better, right? Okay. So, ich möchte aber ins Lager. Wo ist das Rebellenlager? Hier ist es. Hier ist es. Hier haben wir immer noch etwas abzugeben. Ab ins Lager.